Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Hogwarts Mystery. Heute werden wir Besenflugstunde machen. Also die Besenflugstunde. Natürlich müssen wir allererst einmal das machen, das war jetzt mal ganz klar. Das heißt, wir werden uns höchstwahrscheinlich noch mehr Diamanten holen müssen. Energiepunkte, und das ist schon ein bisschen dumm. Aber ja, Leute, wir werden es schaffen. Jetzt werden wir es machen erstmal. Ja, Leute. Ja, Leute, sehr toll. 5 Sterne und 3 Stunden. Und ich werde sterben, weil ich gar keine Diamanten mehr habe. Naja, aber egal. Willkommen zu den Besenflugstunden. Jetzt wissen Sie, wie man fliegt. Also lernen wir heute, wie man schneller fliegen kann. Ein gut gepflegter Besen ist ein schneller Besen. Auf zur Besenpflege. Oh, Madame. Ich nehme dich ein bisschen aus, ja. Fragen wir jetzt mal eine Frage stellen. Ja, und dann noch den Besen pflegen. Und enden stutzen. So. Sehr cool. Nehmen jetzt mal 40 Wissen. Genau noch 3. Nach einer ordentlich Politur wird er gleich viel besser aussehen. Politur anwenden. Boah, jetzt habe ich fast daneben, Leute. Falls ihr das noch. Ich bin fast so richtig so abgerutscht. Das ist jetzt fast in die Hose gegangen. Also irgendwie mag ich es nicht, wenn wir so viel Empathie haben und so wenig wissen. Jeder bitte gut zuhören. Ich demonstriere jetzt die richtigen Besentechniken. Und dann machen Sie mal. Ja. Quidditch. Ja, vielleicht habe ich gerade ein bisschen zu viel. Ja. Sehr toll, Leute. Sie werden höchstwahrscheinlich schmerzlich fallen, wenn Sie Ihre Konzentration auch nur für eine Sekunde verlieren. Schauen Sie mir zu. Okay, jetzt darf es nicht in die Hose gehen, Leute, weil sonst. Okay, 3. Jetzt. Oh, wir haben es geschafft. Hervorragend. Ja, geil. Schreber lächeln. Und wieder ernst sein. Besen besteigen. Es ist Zeit, dass Sie auf Ihren Besen steigen. Konzentrieren Sie sich und passen Sie auf, dass Sie sich nicht verletzen. Sehr schön. Überlegen. Der Risiken besprechen. Wundern wir uns über Mirula, weil sie so dumm ist. Und wir haben nichts mehr. Na dann. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns, wenn wir damit fertig sind. Leute, und es ist soweit. In den Gryffindor-Gemeinschaftsraum schleichen. Warum Dumbledores Büro? Also Leute, ich habe jetzt schon alles fertig gemacht. Eigentlich schon in den letzten Tagen. Ich glaube, das ist sogar schon ungefähr 20 Uhr. Ja, und den Schritt überhaupt nicht da mit uns. Gesprochen mit uns. Du siehst fast so nervös aus, wie ich letztes Jahr. Ich bin auch genauso nervös. Ich bin nervöser als du. Du hast noch nicht mal. Du hast doch keine Empathiepunkte bekommen, oder? Hast du dich um die Gryffindor-Vertrauensschülerin gekümmert? Ich glaube nicht. Mach dir keine Gedanken über sie. Wir sind verschwunden, bevor sie mit dir zurückkommen. Das glaube ich kaum. Letzte Chance, es dir anders zu überlegen. Bist du wirklich bereit? Ich bin bereit. Ich freue mich darauf eigentlich nicht. Also sagen wir mal so, ich bin eigentlich nicht darauf bereit, weil wir haben nichts vorbereitet. Ich bereite mich zu schrumpfen, in einen fremden Gemeinschaftsraum zu schleichen und mich wieder zu vergrößern? Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich dazu bereit bin, aber ich werde es versuchen. Und improvisieren. Was sagst du da, Rowan? Egal. Da fällt mir ein, ich weiß nicht mal, wie der Raum aussieht. Woher weiß ich, wo ich nach dem Federkiel suchen soll?
Da kommt sie. Oh, shit. Ach so. Lass den Löwen brüllen. Wir werden dieses Löwen ins Tat machen. Stamm sie ein. Schnell, zauber mal die Tür und schleich dich hinein, bevor sie die Tür schließt. Ich sehe Schmiere. Schmiere und pass auf, dass sich niemand erwischt. Los, los. Also mir wäre es lieber, wenn Penny Schmiere halt, aber naja. In Ordnung. Erstmal diesen dummen Schrumpf. Ne? Ja. Nettikio. Unglaublich, es hat wirklich funktioniert. Ich meine, natürlich hat es funktioniert. Wir haben einen durchdachten Plan und du bist eine begabte Hexe. Schleich dich in den Gryffindor-Gemeinschraum und such uns den schwarzen Federkiel. Okay. Ja, shit. Den schwarzen Federkiel finden. Geh jetzt in den Gryffindor-Gemeinschraum und finde den schwarzen Federkiel. Los! Ich habe irgendwie gerade ein bisschen Angst, Leute. Haus Gryffindor. Es hat funktioniert. Ich bin im Gryffindor-Gemeinschaftsraum. Ich muss zugeben, diese Tapete ist eindrucksvoll. Ja, es ist keine Zeit für diese Tapete. Du musst dich beeilen und hier rausgehen. Ich soll schnellstens den Schmelzhammer wenden, den schwarzen Federkiel finden, bevor jemand zurückkommt. Naja, Leute. Ich frage ja gerade, was ist das? Engomgio. Das hat so funktioniert. Wo ist nur dieser schwarze Federkiel? 3 Stunden? Okay. Sofa durchsuchen, Schreibtisch öffnen. Ja, was jetzt? Hallo? Ah, jetzt. Umsehen. Und dann durchsuchen. Setzen. Und das war's erstmal, oder? Nein. 2, 3, 4, 5. Ja, hallo? Ach, cool, Leute. Jetzt können wir erstmal Energie sammeln, Leute. Ja. Natürlich. Ey, was ist eigentlich heute los? Ja, das ist ja mal... Hallo? Könntest du dann nicht mal aufhören, du scheiß Ding? Toll, jetzt kann ich wieder was kaufen, aber... Ich hätte mal... Nein, nicht das. 10 Stück würden ausreichen. 1, 2, 3, 4. Nein, keine 5. Boah, das ist so fies, Leute. Ich kaufe nichts mehr. Boah, ist das jetzt... Hey, das ist jetzt richtig fies, Leute. Willst du mich gerade... Danke auch nicht. Wisst ihr was? Ich kaufe mir jetzt einfach. Das interessiert mich jetzt vollkommen nicht. Ich muss mir auf jeden Fall neue holen. Kriegen wir das auf jeden Fall wieder zurück, ne? Nein, kriegen wir nicht. Was für eine Unverschämtheit. Naja, aber wir kriegen ein bisschen Geld. Das ist schon mal was. Ich habe einen schwarzen Federkiel gefunden. Hoffentlich ist das der richtige Federkiel. Ja, und jetzt nichts mehr rausreden, oder willst du, dass diese Vertrauensschülerin dich erwischt? Hätte ich doch nur mehr Zeit, um den Gemeinschaften zu erkunden. Ich soll verschwinden, bevor ich ertappt werde. Jetzt habe ich hier gerade einen Schuss. Leute, warum immer auf Zeit? Ich habe kein nichts mehr. Och, okay, warte, machen wir jetzt einen Nebenquest. Weil, ja, Hagrid mit seiner Fee nervt uns mal wieder. Wir arbeiten jetzt erstmal mit der Fee. So. Starten. Ja, ich habe eine Fee geholt.
Ja, und das interessiert mich jetzt gar nicht. Ja, wir scherzen jetzt erstmal, wir nehmen ihn ein Rad. Dann beobachten wir ihn, dann sprechen wir mit der Fee, dann sprechen wir wieder. Dann lo, da, 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 das ist doch jetzt vollkommen egal, was ich jetzt antippe. Scherzen wir ein bisschen, dann zoomen wir sie wieder an, dann gehen wir ein Rad, dann sprechen wir über die Fee, sprechen wir mit ihnen, dann loben wir diese kleine alte Fee nochmal und dann beobachten wir, das würde dann eigentlich reichen, ja? Immer noch nicht. Ey, wie fies ist das denn, Leute? Okay. Ja? Ja, hallo Spiel. So, damit ist es bewiesen. Am besten überzeugt man eine Fee, indem man ihre Eitelkeit schmeichelt. Wenn du das mit den Feen in deinen Garten versuchst, dürftest du keine Probleme haben, sich zum Umflug zu bewegen. Das ist toll, Narzissa. Wie ist nochmal gesagt? Das ist toll. Nein. Das ist toll, Narzissa. Okay. Das ist toll, Narzissa. Ich kann es kaum erwarten, das auszuprobieren. Also in der Art. Warte, Hagrid, vielleicht wäre es gut, wenn wir uns noch ein wenig mehr mit der Fee befassen. Dann wissen wir, wie man am besten reagiert, falls etwas schief läuft. Ein bisschen zulässige Recherche hat noch niemanden geschadet. Ja. Ich treibe ein wenig mehr Recherche. Ich kann es nicht aussprechen, aber egal. Wir treffen uns dann wieder, wenn ich fertig bin. Oh, was ist jetzt? Ah, oh Gott. Ja, los. Ja, was jetzt? Nein. Verdammte Scheiße. Ich wollte dich warnen, Narzissa, aber der strenge Blick von Professor McGonagall hat mich gelähmt. Das reicht, Miss Kanner. Sorry, Leute, ich kann jetzt nicht erklären. Ich erkläre es später wirklich, ich verspreche es. Angela ist zurückgekehrt, um sicherzustellen, dass die Slytherins keinen Umbruch im Gryffindor-Gemeinschaftsraum anstellen. Ja, vielleicht war es dann die Ravenclaws, aber wir haben nur noch einen Fehler gesucht. Ich kann es ihnen auch erklären. Aber bitte ziehen Sie mir keine Hauspunkte ab. Nein, bitte keine Hauspunkte, Leute. Weil das bei sowas vermisst. Als sie Miss Kanners verdächtiges Verhalten bemerkte, hat sie das Richtige getan und ihre Hauslehrer benachrichtigt. Ihren Hauslehrer, aber sie sind doch eine Frau. Naja, was kümmert's? Sie sollen auch mal in das Unterricht gehen. Ja, nicht krasse Übersetzung. Na, ganz im Ernst, Leute, aber ich erkläre es jetzt mal gleich. Also, ich habe Zaubertrank gemacht, dann hatte ich keine Energie mehr, ich wollte Energie von diesem Protein und ja, dann ist sie plötzlich aufgetaucht. Um das ganz knapp zu überfassen, Leute. Und dann erwischen wir sie beim Verlassen unserer Gemeinschaftsraum, von denen sie wissen, dass er tabu für sie ist. Ihr Blick. Eiskalt. Ja, das ist so richtig... Erklären Sie Ihr Verhalten, Miss Kanner. Ich helfe einer Freundin. Es tut mir leid. Hey, das ist so richtig... Ey, das ist unfair. Ich hab... Oh, dann nehme ich jetzt das. Es tut mir leid, Professor McGonagall. Jetzt kriegen wir Punkte abgezogen, Leute. Das ist so sicher. Ja, so richtig. Das sollte aus. Ist auch 40 Punkte. 40 Punkte, Leute. 40 Punkte Abzug für Ravenclaw. Oh, scheiße. Das war jetzt nicht gut. Hey, was ist mit Rowan? Das ist Rowans Schuld, Leute. Jetzt mal ganz im Ernst. Verschwinden Sie und versuchen Sie nie wieder in einen fremden Gemeinschaftsraum einzudringen. Oh Gott. Das ist aber eigentlich Rowans Schuld, weil er hat sich voll verdächtig gehalten und ich werde ihn erstmal aus meinem Freundeskreis entfernen und nach Slytherin überwechseln. Oder nach Gryffindor. Ich frage mal Professor McGonagall. Hey, Professor McGonagall, darf ich nach Gryffindor? Nein, nach dem, was wir getan haben, ganz bestimmt nicht. Ja, damit war es das wohl. Was vorhin passiert ist. Also gestern, was er gesagt. McGonagall, also ich habe
eine Lernsitzung in Zaubertränken gemacht. Ich wollte Energie sammeln, bin hier hochgegangen wegen das, also wegen diesem Bild. Dann steht hier plötzlich McGonagall und sagt so, ja, wir haben sie erwischt und das alles wegen Robin. Und Leute, das ärgert mich total, wir hätten die Wahrheit sagen können, weil inzwischen habe ich das so weit aufgelevelt und spreche mir erstmal mit Robin und ich kann ihn einfach nicht leiden, also sie einfach nicht leiden, weil sie hat richtig Scheiße gemacht. Ne? Also so richtig viel. Hey Narzissa, spürst du irgendwelche Nebenwirkungen von Schrumpf und Schwächung an dir? Es geht mir gut, aber ich habe auf einmal mehr Respekt vor Insekten und weniger vor dir. Du hast unsere Hauspunkte. Wegen dir haben wir jetzt 40 weniger Hauspunkte und ich hasse dich, Bogen. Ich ziehe dich aus den Ravenclaw-Mäschern. Du gehörst nach Slytherin. Was denkst du, was in diesen geheimen Anweisungen steht? Hoffentlich wurde Bändig gezwungen, etwas Schreckliches zu tun. Und ich bin daran schuld, ja, ich gebe es zu. Ja, ich werde nicht mehr deine Freundin sein, ich gehe nach Slytherin. Ich mag Dumbledore. Ja, mach das schön. Boah, okay, es war wieder. Ja, Reparfarge. Und ich würde sagen, Flicke geht uns gleich. Stell's und das machen. Reparfarge. Was ist das? Gehe zum hintersten Korridor am östlichen Ende im 5. Stock. Verwandle diese Stifte zurück in einen schwarzen Federkiel und bringe sie zurück in den Gryffindor-Gemeinschaftsraum. Missachte die Anweisung und du wirst schwer gestraft. Schwere Strafe, das ist etwa der Grund für Bens Verschwinden. Was ist in diesem Korridor? Nicht, soweit ich weiß, niemand geht dorthin. Warum sollte er den Federkiel an seinen Wohnort zurückbringen? Vielleicht erhält er nicht nur diese Anweisungen. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache, Narzissa. Dumbledore meinte, wir sollen einen Lehrer Bescheid sagen, wenn wir etwas Seltsames finden. Meinst du wirklich, wir sollten den Korridor? Ich bitte Penny mit. Wir sollten gehen. Ben steckt vielleicht in Schwierigkeiten. Wir sollten zuerst in Korridor nachsehen, ob er dort ist. Falls nicht, sagen wir einen Lehrer Bescheid. Du hast recht, wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich frage mich, Leute, wer ist er? Boah, wie dumm ist denn das eigentlich? Leute, jetzt mal ganz im Ernst. Wir werden jetzt erstmal bei McGonagall. Müssen wir eigentlich? Wartet mal, Leute, ich habe eine Frage. Wartet. Müssen wir eigentlich einen Kerker machen, weil ich habe voll keine Lust, im Kerker zu arbeiten und ich würde viel lieber bei Professor McGonagall unterrichten. Sie ist meine Lieblingslehrerin, nach Professor Dumbledore natürlich. Aber ja, 3 Stunden würde ich sagen. Wir werden jetzt gleich Anschluss bekommen von Professor McGonagall. Sie ist ziemlich wütend drauf und sie schaut uns auch nicht besonders nett an. Willkommen zurück in Verwandlung, meine lieben Schüler. Heute werden wir das Rückverwandeln mit Reparfarge besprechen. Jeder macht einmal Fehler, aber nur besonders fließende Seelen wissen, wie man sie korrigiert. Eine Unterhaltung über Reparfarge könnten hilfreich für Sie sein. Lassen Sie uns also anfangen. Oh, Professor, bitte. Seien Sie mir nicht wütend. Seien Sie mir nicht wütend. Was ist das für ein Satz? Tut mir leid, Professor. Ich glaube, ich habe recht. Ich habe irgendein Problem. Ich kann, glaube ich, gar kein Deutsch mehr sprechen. Mir furchtbar leid. Junge. Narzissa Evans, zeigen Sie mir Ihre Vorbereitungen. Welche der folgenden Begriffe ist keine Verwandlungsart? Zauber, Beschwörung, Verwandlung. Ich glaube, eine Beschwörung? Warum mache ich das immer falsch in Verwandlung? Ja, wir haben sowieso einen Grenzen, aber die sind auch total... Schaut sich jetzt irgendwie noch strenger, oder? Oder ist das immer so? Ich meine, wir sind ziemlich böse gewesen. Ich werde Ihnen Reparfarge jetzt vorführen, um Ihr Gedächtnis aufzufrischen.
Auf Professor McGonagall, die sind doch eigentlich immer die netzte Lehrerin. Also bitte seien sie einfach nicht, ja, bitte. Professor. Kommen Sie, seien Sie nett. So, nee, genau, wir müssen jetzt. Achten Sie auf meine Vorführung, wenn Sie Rippefrage perfektionieren möchten. Oh nein, das muss ich mich konzentrieren, da war ich immer total behobert von McGonagall. Okay. Sorry, Leute. Drei. Oh, wir haben es geschafft. Da geht sie mich ernsthaft an, nachdem, was ich für Scheiße gemacht habe. Nein, das war wirklich scheiße von uns. Rippefrage zaubern. Ich bin gespannt auf Ihre Fortschritte. Seit unserer letzten Stunde mit Rippefrage. Ja, das ist eine Frage, Professor. Und wenn ich mir ganz ehrlich bin, dann sage ich es jetzt mal so. Ich bin einfach viel zu dumm. Professor, Sie sind so nett, aber ich bin dumm. Okay, die ist nicht nett, aber die ist schon fair. Ich meine, wenn wir keine Scheiße gebaut hätten, dann wäre sie jetzt bestimmt nett. Ja, piep sie auf. Wir waren hier noch nicht, ne? So. Jetzt noch hier. Ja, und jetzt. Irgendwo mehr. Jetzt gehen wir zurück. Professor McGonagall, wir sind doch eigentlich immer voll nett. Drei, drei. Oh, Leute. Okay, warte mal. Ich werde langsam echt. Was mache ich denn eigentlich? Was ist das für eine Kopfbewegung? Alles nur Raven. Habt ihr das gesehen? Was zum Teufel? Der Typ einfach so durch den Kessel sein ganzes Gesicht. Ja. Und warum sitzt einfach nur dumm da und denke ich, shit, ich glaube, Bücher lesen hilft nicht, wenn man dumm ist. Ja, warum, da hast du recht. Sie schreibt irgendwas auf und sie schreibt ab. Oder sie macht sich einen Spickzettel. Ja, und sie überlebt genauso warum. Die sind anscheinend dumm. Ja, da haben sie zwei gefunden. Ne, Rowan? Da, das ist deine neue Freundin. Ich bin jetzt nicht mehr deine Freundin. Okay, ich bin jetzt noch ihre Freundin, aber die nervt mich. Was sind hier eigentlich für Events? Ja. Natürlich bin ich mal wieder nur Siebter. Natürlich. Ich mich heulen. Ja, Leute, ich würde sagen, was wir uns gleich sehen, wenn. Na, oh, okay, dann. Ebenso. Wartet mal, wie viel gibt's hier noch? Ich hab doch. Immer noch. Ja, doch, ich glaube, dass. Und das, also die beiden noch vier brauchen wir. Das wird aber, glaube ich, nicht reichen, um bis auf Level 10 zu schaffen. Aber wir müssen auf jeden Fall Tapfenkeit und Wissen müssen wir auf Level 9. Am besten bis auf Level 10. Ja, Leute, jetzt können wir auf jeden Fall den Korridor durchsuchen. Und ich würde sagen, wir gehen hin. Und wenn. Ja, nicht darum, dass wir mit Professor McGonagall gegen meinen Willen Bescheid sagen. Und wir werden ja auch den Grund erklären, warum wir das getan haben. Also. Oh mein Gott! Leute! Oh mein Gott, um Himmels Willen! Oh mein Gott. Nintendo!
Und es klappt nicht. Ben, hoffentlich wirst du sterben. Ja, Ben, du Dummi. Ich hasse dich. Der weiche Zurückflug hat das verwunschene Eis sonst immer zertrümmert. Aber jetzt scheint es ihm zu widerstehen. Intensio könnte das Eis schmelzen. Zusammen mit seinem Fleisch. Ich habe nie gesagt, dass er überleben wird. Ja, Snape, mach ihn tot. Los, mach Intensio, lass, was er stirbt. Mach es. Please. Okay. Das verwunschene Eis breitet sich in Hogwarts aus. Irgendjemand hat sich an den verwunschenen Verliesen zu schaffen gemacht. Vielleicht ich. Nein, haben Sie nicht gehört. Es wäre hilfreich, wenn unser Schulleiter in Hogwarts wäre, anstatt anderswo nach Antworten zu suchen. Wir brauchen Dumbledore nicht, um Mr. Cooper in Sicherheit zu bringen. Ja, wir brauchen nämlich keinen, weil er keine Sicherheit braucht. Ja! Lass uns Intensio gemeinsam auf das Eis wirken, das am weitesten von seinem Körper entfernt ist. Sei vorsichtig, Severus. Hey, was? Was zum Teufel? Nennst du den jetzt mit seinem Vornamen und duzt ihn, okay? In Ordnung. Sie werden Ben in den Krankenflügel bringen. Ich werde ihn besuchen und fragen, von wem die Notiz war und wer in ihm ihn im verwunschenen Eis eingesperrt hat. Kapitel 3 abgeschlossen. Der schwarze Federkiel. Und wirst? Kapitel 4. Revelio. Du hast den eingefrorenen Ben in den abgelegenen Fluren gefunden. Jetzt musst du herausfinden, wie das passiert ist und was es mit deinem Bruder zu tun hat. Start. Hervorragend! Oh, einsammeln. Und Leute, wir haben... Geil. Ja, das ist wirklich mal... Pech für ihn, aber... Es gibt... Neue. Ja, wo ist denn das Neue? Schick. Ja, geil. Und was gibt's hier Neues? Was ist? Wo war das? Ich glaube das, aber... Ich glaube, das ist für Jungs. Ja, auf jeden Fall. Wir werden das erstmal so lassen. Genau, das lassen wir jetzt erstmal so. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir Ben im Krankenflügel besuchen können. Die kleine Nervensäge. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben, damit ich es sehen kann. Schreibt etwas in die Kommentare. Jeder nächste Kommentar bekommt ein Herz. Und ausführlichere und... Ja, Kommentare, wo drin geschrieben wird, was einem gefallen hat und was nicht, bekommen, also werden vielleicht nächstes Mal gegrüßt und das Abonnieren nicht vergessen, denn ab 1000 Abonnenten gibt es den ersten Livestream. Wer wissen nie, wie es weitergeht, der wartet geduldig und schaut mal bei mir nach, morgen früh. Damit sage ich ciao.